Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin, wo es heute um das Mystische, um Schüsslersalze herumgeht. Was hat das in sich? Was bezwecken die? Das haben wir alles auch schon ein bisschen dokumentiert in vorhergegangenen Sendungen, wo wir über Schüsslersalze gesprochen haben. Dann haben wir die Schüsslersalze 1 besprochen, Schüsslersalze 2 angeschaut und heute kommt die Fortsetzung mit Schüsslersalze 3. Was ist das Ziel und Zweck von Schüsslersalze 3? Da bitte bleiben Sie dran. Ich habe heute wieder den Gast eingeladen, der Apotheker, der Heilpraktiker, der Biochemiker. Herzlich willkommen, lieber Wolfram Quenz. Grüß dich, lieber Alexander. Danke, dass du da bist. Ich freue mich. Und ich bin auch gespannt. Bevor wir ins 3 stürzen, möchte ich noch ganz kurz auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die noch das 1 und 2 nicht gehört haben, nur ganz kurz erklären, für was steht die 1? Genau, also die Nummer 1, Calciumfluoratum, ist für alles, was im Körper elastisch sein muss. Das reicht von Haut, Schleimhäuten, Sehnen, Bänder, Gelenke, ja. Zum Beispiel, dass du auch keine Organsenkung bekommst, ja. Was ist denn das, wenn so Gebärmuttersenkung ist? Das muss einfach überall so ein Zug drauf sein, auf den Sehnen, auf den Bändern. Mhm. Ja, auch zum Beispiel, wenn man sich mal bückt, ja, dann sagen die Physiotherapeuten, dass enorme Gewichte auf der Bandscheibe lasten, ja. Was verhindert, dass die nicht rausrutschen, Prolaps? Das kannst du dir vorstellen, wie bei so einem mittelalterlichen Schiff, so ein schönes Segelschiff, ja. Du kennst den Mast, der ist verteut mit diesem Takelwerk. Überall zieht's, gibt Stabilität, aber auch Elastizität. Und genauso kannst du es vorstellen, wenn diese Bänder nicht elastisch sind, ja, dann ist eben die Gefahr groß, dass dann eine Bandscheibe rausrutscht. Und dann heißt, da kann man nichts machen, muss Diclofenac schlucken, was weiß ich, Schmerztabletten, habe ich ja nichts dagegen, ist gegen Diclofenac bei Schmerzen, man soll Menschen nicht leiden lassen. Aber es gibt nur eine Lösung und das ist die Nummer 1 und die längere Zeit, ja, gibt aber auch wirklich dann, wenn man es hochdosiert nimmt, nehmen wir mal an jetzt Bandscheibenvorfall, auch wirklich Akuteffekte, ja. Also nicht irgendwie für 10, 20 Tage, sondern wirklich für eine längere Zeit? Das dann ist wichtig, das aufzubauen, ja, aber wir haben auch mal einen Fall gehabt, eine Schwangere hat Bandscheibenvorfall, so, ja, jetzt, die kann nicht mal mehr gescheit unter die Dusche und so, ja, was willst du da machen? In der Schwangerschaft Schmerzmittel ist so eine Frage, ja. Ich habe auch tolle Adressen, wo ich dann weiterleite. Das ist eine Heilpraktikerin, die hat über Fußreflex gearbeitet, kann dadurch die Wirbelsäule beeinflussen. Ich habe ihr Pau-Programm Nummer 1 gegeben, Ischias-Programm und sowas, ja. Und die konnte nach 3 Tagen wieder unter die Dusche. Das ist fantastisch. Ich habe überall immer Live-Erlebnisse. Und ich habe noch in Erinnerung, Inkontinenz hast du auch noch in Zusammenhang mit Schüsslersalze 1 gebracht. Genau, weil so diese Inkontinenz-Themen, das sind eigentlich immer Ringsehnen mit Ringmuskeln, die müssen dann immer so schließen. Ja? Ja. Und der Sehnenring, der muss ja selbst elastisch sein. Mhm. Und wenn da die Elastizität fehlt, dann heißt, da kann man nichts machen. Ja? Da darf man sich das auch nicht vorstellen, dass ich jetzt ein paar Nummer 1 nehme und dann tröpfelt es nicht mehr oder so. Ja? Also das sind dann Themen, da muss man viel Weg einschlagen. Da gibt es auch diese Beckenbodengymnastik Nummer 1 und dann guckt man, wie weit man kommt. Mhm. Aber das sind sehr wohl Erfolge zu erzielen, auch wenn es heißt, da wäre nichts zu machen. Gut, beim Schüssler 2 habe ich noch in Erinnerung, dass es geht ums Calcium, da geht es ums Auffüllen von Depots, sei es bei Osteoporose. Das gibt richtig die Stabilität. Gut, und auch bei den Zähnen sehr gut sichtbar, da hast du jetzt bei mir auch gezeigt, sobald das ganze Weiß nicht mehr so da ist, oben, sieht man, dass die Hälfte meiner Calciumdepots eigentlich leer ist. Ja, so ist es, wir haben es vorhin gesehen. Ja. Also wir Schüsslerianer sagen, die 1 ist die Hülle, ja, und von der Hülle aus die Knochenhaut des Periost, ja, baut von außen den Knochen auf und dann sagen wir, die 1 ist die Hülle, die 2 ist die Fülle. Stell dir mal so ein bisschen wie so im Bibelbericht vor, also Gott knetet in der Bibel erstmal den Adam aus so Tonlehm irgendwie, ja, das wäre jetzt so die 1, also ein bisschen elastisch, kann aber auch aushärten und jetzt bekommt er ein richtiges Skelett, ja, und das ist die 2. Mhm. Also es ist auch wie im Bibelbericht praktisch die Reihenfolge. Also guter, starker Knochenbau. Das alles, ist die was 2. Weiß ist. Das ist die Fülle, ja. Richtig. Gut. Stabilität der Knochen, der Zähne. Ja. Und aber auch, wir hatten es angesprochen bei der Sendung mit der Nummer 2, irre viele Aufgaben für den Stoffwechsel. Mhm. Von Nervenerregungsleitung, Blutbildung, Muskelaufbau. Also die 2, das Kalzium, das in Knochen ist, ja. Mit dem bilde ich Blut, mit dem baue ich Muskelgewebe auf. Ja. Also das ist Substanz, Vitalität pur für einen Menschen.
Dein Beispiel vorhin gerade noch, lieber Gott, erinnert mich gerade daran, ist das 2 eigentlich immer im Zusammenhang mit 1 oder das 1 immer mit der 2? Es ist sehr sinnvolle sehr Kombination, häufig. Absolut. Mhm. Also bei so einer Entleerung muss man konkret sagen, es ist die Nummer 2, jetzt für Knochen, für die Zähne aufzufüllen. Aber du kannst jetzt ein bisschen so vorstellen, du bist mal an so einem Neubau vorbeigelaufen, da sieht man diese Betonsockel und dann sind da so Stahlstangen drin, ja? Hast du mal gesehen. Ja? Also es gibt wohl absolute Stabilität, aber auch so eine Federung. Du kannst ja ungefähr die Knochen so vorstellen, Kalzium sind die Mauerbausteine und die anderen Mineralien, das ist nur ein Bild, ja? Da ist Silizium wie so ein Mörtel, das du richtig gescheit aufmauen kannst. Ja? Und da dient die 1 für die absolute Härte. Ne? Fluor ist richtig hart, Zähne fluoridiert. Wissen wir die Thematik vor sich mit grobstoffigem Fluor in Zahnfassen so, ja. Aber gerade dieses Thema kannst du regulieren mit Nummer 1 und da richtige Stabilität bringen. Also 1 braucht man dann auch von der Menge nicht so viel. Die 2 ist schon die Masse an Mauerbausteinen, ja. Aber diese Verstrebung, ne, denk mal an ein Haus, das richtig aufgemauert wird, da gehört dann noch mehr dazu. Und Knochenaufbauprogramm Schüssler ist richtig fett, sag ich mal. Ja. Also auch da wieder, wie viel vom 1 und wie viel vom 2, für welches Thema von mir einfach immer ein Berater fragen, der sich da auskennt. Ja, genau. Jetzt kommen wir zu Nummer 3. Ja. Was ist das Mineral dahinter? Die Nummer 3 ist das Eisen, Ferrum Phosphoricum. Und wenn man gerade so die Bibel mitgemacht haben, diesen Schöpfungsbericht. Es ist so spannend, dass es praktisch übereinstimmt. Jetzt haben wir dieses Bild vor uns. Wir haben so dieses Adam-Männchen, ja, sozusagen, schauen Gott ein bisschen über die Schulter bei der Schöpfung zu. Das bekommt jetzt ein Skelett, die Knochen. Und was passiert jetzt im Bibelbericht? Da steht, Gott hauchte dem Adam den Odem des Lebens ein. Mhm. Und tatsächlich macht die Nummer 3 genau dieses. Denn Eisen bindet ja Sauerstoff und bringt es in den Körper rein. Das Eisen ist auch sehr schön zu erklären, weil das eigentlich jedermann kennt von Eigenschaften. Also wenn ich jetzt von der Nummer 4, Kaliumchloratum, die kommt dann auch noch dran, spreche, da hat man jetzt als Laie vielleicht nicht gleich so ein Bild. Aber Eisen kennt jeder Mensch. Und da ist es sehr schön mal zu sehen, wie die Natur sich alle Eigenschaften, die wir so von Mineralen kennen, ökonomisch zunutze macht. Du hast vorhin einen Satz gesagt, der mir ganz viele Fragen aufgibt, was sehr interessant ist. Du hast vorne, Eisen bindet den Sauerstoff. Ja, genau. Das heißt, Leute, Menschen da draußen, die ständig außer Atem sind, keine Luft kriegen oder das Gefühl, zu wenig Energie. Ja. Jetzt ohne Bluttest ist da schon ein Verdacht da, dass ein Eisenmangel besteht, oder? So würde ich es formulieren. Also diese Sauerstoff... Super spannend. Ja. Ich lerne heute wieder Sachen, das ist cool. Diese Sauerstoffbindefähigkeit von Eisen kennt ja jeder. Ja? Du hast eine Eisenstange irgendwo liegen, die rostet. Warum rostet es? Weil es den Sauerstoff aus der Luft bindet, es oxidiert. Das ist der Rost. Mhm. Ja? Das Blut oxidiert auch und es wird genauso rot wie der Rost. Das ist eine Eisenoxidlösung von daher gesehen. Das ging mir ganz zu schnell, okay. Das war spannend. Ja, gern. Die Eisenstange rostet, also Eisen bindet immer Sauerstoff. Ja? Eisen es zieht Sauerstoff. Sauerstoff. Wenn du es länger liegen lässt, wird Eisen rostig. Warum? Mhm. Weil es oxidiert. Ist der Sauerstoff. Ja? Und der Sauerstoff oxidiert das Eisen, dann hast du den Rost. Also ich habe mal gelernt, der Sauerstoff reißt dem Elektronen raus aus dem Eisen und dann fängt das an zu oxidieren. Ja, also nicht nach unten, sondern nach oben. Also das Eisen zieht raus. Also im Blut ist es aber so, also ein Eisenion kann 4 Sauerstoffmoleküle festbinden und noch weitere 4 bisschen locker. Und das ist fantastisch. Das kann dir Sauerstoff wie Huckepack in den Körper transportieren. Mhm. Du musst es ungefähr so vorstellen, das ist ein ganz tolles Beispiel, wie du gesagt hast, die Leute, die Atemnot oder sowas. Ja? Stell dir vor, du atmest ein, mal angenommen, wir sind jetzt hier am Bodensee, da kommt echt gute Luft, ja, gehen wir davon aus, Sauerstoffmoleküle. Wenn jetzt aber nicht genug Eisen im Körper ist, ist es ungefähr so, stell dir vor einen Flughafen, da kommen die Sauerstoffgäste an, ja, sind wie am Flughafen, du atmest ein, am Flughafen ist die Lunge. Und jetzt stehen da immer diese ganzen Taxis und sollen bitteschön die Gäste auch in den Körper transportieren, ja, das Eisen. Den Sauerstoff, ja. Und wenn jetzt aber zu wenig Eisen im Körper ist, dann stehen da nur so ein paar Taxis, um im Bild zu bleiben, ja. Mhm. Und dann atmest du ein, paar Sauerstoffmoleküle werden an die paar Eisentaxis gebunden, kommen in den Körper, versorgen alle Zellen mit Sauerstoff.
und dann atmest du wieder aus und das war's. Das heißt, du kriegst den Sauerstoff nicht in den Körper rein. Und da ist wirklich die fantastische Möglichkeit, mit Schüssler Eisen das so fantastisch zu verbessern. Ich habe immer konkrete Beispiele. Da kam eine Frau, ihr Junge, wie alt war der? 12, 14, irgend sowas. Der kann nur Fußball spielen mit Asthmaspray. Die Leute finden das ganz normal so. Gell? Ja doch, das ist alles okay. Also ein Junge kann nur vorher mit Asthma spielen, dann kann er Fußball spielen, finden sie es normal. Ja? Und dann haben wir Schüssler-Eisen-Programm gemacht. Dann macht man dann auch Blutbildungsprogramm. Und ein halbes Jahr später, ich weiß noch, das war ein Rosenmontag, kam sie nachmittags in der Apotheke und hat gesagt, der Lungenspezialist von Böblingen hat die Lunge geröntgt, die ist völlig frei, kein Asthma mehr. Und er kann auch wieder Fußball spielen ohne Asthma-Spray. Wo ist jetzt da der Zusammenhang? Der Asthma-Spray ist ja ein Cortison-Spray, glaube ich. Und ja, der macht, glaube ich, die Lunge weiter. Muss nicht Cortison sein. Meistens ist es einfach eine Bronchodilatation. Ja, Salbutamol zum Beispiel, sowas. Das stellt einfach, wenn bei Asthma gibt es ja eine Konstruktion der Bronchien und die verkrampfen praktisch. Ja. Und der Wirkstoff, blockt es einfach ab, diese Verkrampfung, und weitet dann die Bronchien. Dann kannst du mehr Sauerstoff in die feinsten Alveolen bei der Lunge reinbringen. Dann hat der Luft, hä? Immerhin mal, ne, so. Aber das ist natürlich nicht, das eigentliche Problem ist nicht gelöst, sondern er muss wirklich den Sauerstoff massiv in den Körper reinbekommen. Und das kann Schüssler-Eisen offensichtlich leisten. Bevor du dich jetzt mit Schüssler auseinandergesetzt hast, hast du auch die herkömmliche medizinische Sichtweise gelernt. Ja, so mit Eisen kommt. Und ich meine, ich habe ja auch Frauen zu Hause ständig mit Eisenmangel und man macht das, man macht das, man macht das. Da gibt es Infusionen ohne Ende. Ja, und es ist ein Krampf. Ja. Und nach einem halben Jahr bist du wieder am Anfang. So ist es. Und es wird nicht besser. Genau. Wie ist das, deine Erfahrungswerte jetzt mit diesem Schüsslersalz Nummer 3? Ja, das ist eine brillante Möglichkeit, Eisen zu regulieren, aufzunehmen. Meistens ist es ja ein Eisenmangel. Und wir geben dann natürlich hochdosiert Schüssler, auch, ich sage es mal wirklich auch, wenn es akut wird, 30 Tabletten am Tag, aber 20 kommen wir deutlich voran. Und wenn es 12 sind am Tag, ja, aber 12 sollte man schon machen. Und dann geben wir natürlich ein Blutbildungsprogramm dazu, weil das muss man zusammenziehen. Ja. Wir sagen, der Sauerstoff wird durchs Blut transportiert, ja. Das ist so nicht richtig. Ein Blutkörperchen kann erstmal null Sauerstoff transportieren. Das kann nur Sauerstoff transportieren, wenn genügend Eisen da ist, im roten Blutkörperchen, der Häm, der rote Blutfarbstoff, da ist das Eisen drin. Und nur das Eisen kann den Sauerstoff im Blut bilden. Ja, also ich habe vorhin das Beispiel mit dem Taxi erwähnt. Du hast das Taxi, das wäre jetzt so das Blut, aber du brauchst auch wirklich, du musst es da reinbringen. Und das kann nur Eisen leisten. Das Fantastische bei Schüssler ist aber, dass es immer regulierend wirkt. Es gibt auch Leute, die haben die Krankheit Hämochromatose, die horten zu viel Eisen im Körper und es kommt auch einer Vergiftung gleich. Und mit denen können wir auch arbeiten, denen geben wir auch Schüssler Eisen. Also jetzt denkt man, um Gottes Willen, der braucht jetzt kein Eisen. Aber nein, das reguliert gerade dieses Vermögen, das Eisen zu regulieren. Noch nicht ganz alles verstanden habe ich, aber ich habe noch eine Schlaufe. Ich meine, auch die Ärzte haben gesagt, sie macht jetzt keine Eiseninfusionen mehr, weil es auch langsam gefährlich wird, wenn so man ständig Infusionen macht. Und du hast jetzt vorhin gesagt, hier hat man keine Probleme, hier zu agieren. Auf gar keinen Fall, du hast keine Nebenwirkungen. Und wenn man das jetzt mal 3 Monate macht oder 100 Tage von mir aus und genauso nach dem Rezept eines ausgebildeten Schüsslerianer, hast du gesagt, oder? Ja, das ist so ein bisschen flapsig, aber ich, ich finde es schön, den Begriff eigentlich. Dann kann man wirklich man vorher halt sagen, nachher messen. Biochemiker nach Dr. Schüssler oder so. Ja, genau. Und dann kann man vorher und nachher messen und man sieht dann das Ergebnis. Ja. Das hast du schon nichts mal gesehen. Ja, das ist, also das funktioniert ist schon cool. Zuverlässig, ja. Ich hatte mal... kam ein Mann rein, meine Frau, Schwangerschaft, Eisenwerte unten, ja. Und dann habe ich gesagt, da gebe ich, weißt du, so im Alltag mal in meinen Mund voll, habe ich gesagt, da gebe ich Geld zurück, Garantie, dass das Eisen dann messbar hoch ist, wenn sie jetzt die Nummer 3 nehmen, ne? Weil er hat so gezögert, der Schüssler hat noch nie was gehört und ich versuche ihn da zu überzeugen. Und dann habe ich den Satz gesagt, und gesagt, ich nehme sie beim Wort, ich komme dann, gell. Und dann will ich Geld zurück, ja, so. Und dann kam der nach ein paar Wochen und hat gesagt, das hat funktioniert, also es ist wirklich wahr. Mhm. Okay. Phänomenal. Du hast aber noch gesagt, du machst noch zusätzliche Programme, um diese Blutgerinnung... Dann wird man, Blutbildung. Du musst ja rote Blutkörperchen bilden. Du musst ja Blut zur Verfügung haben. Und im Blut muss aber Eisen sein. Und das sind eigentlich zwei Themen. Da brauchst du auch B-Vitamine. Also Eisen und B-Vitamine ist eine Einheit. Das gehört eigentlich echt immer zusammen. Ne? Weiß also das der Schüsslerianer? Ich meine, ich bin Heilpraktiker, ich weiß es. Ich hoffe, dass es alle wissen. Also das würde ich immer kombinieren. Also die drei? Weil B-Vitamine Schüssler ist auch für Blutbildung. Immer mit dem B-Komplex.
Komplex. Das wäre fantastisch, ja. Und also du bietest kannst auch, immer so an. Du kannst auch mit Schüster Eisen allein schon immerhin tolle Erfolge erzielen. Ne? Die Leute sind ja als skeptisch, ach so, das auch noch, ich nehme mal nur die Nummer 3 und das wirkt auch. Aber wenn man das Optimum erreichen will, ja. Ich sag's schnell meiner Frau in die Regie, bitte Schüssler 3 immer mit B-Komplex. Hä? Ja, genau. Gut. Mhm. Aha. Und dann hast du die Ergebnisse, das finde ich einfach phänomenal. Ist zuverlässig, das kann ich so sagen. Und genau. Man kann es ja mal testen und dann weiß man ja, ob es funktioniert. Das kann jeder ausprobieren, wenn er sagt, stimmt es wirklich mit diesem Schüssler, wirkt es? Ja, dann gehen Sie bitte zum Arzt, machen einen akuten Status vom Eisen, ja. Und dann macht man so ein Blutbildungsprogramm. Da reicht dann auch ein bisschen Eisensaft. Ja. Da heißt dann auch immer, ach, im Eisensaft ist ja nichts drin, nehmen zu grobstofflich. Ja. Aber meine Erfahrung, Beobachtung, Rückmeldung von so vielen Patienten ist, grobstoffliches Eisen, die Leute nehmen es nicht auf, die haben eher Vergiftungserscheinungen. In den USA, wo man ja auf die Apotheken ziemlich verzichtet, so Kette, und da kann man es sich ja aus dem Regal holen. Und die Amis denken dann, ach, viel hilft viel. Da sind ja 2 Leute an Eisenvergiftung gestorben. Ne. Die nehmen dann, da gibt es dann so 1000 Eisenkapseln, dann denken die, ja, jetzt wirf mal ein. Ne. Also Eisen ist nicht ohne. Ja. Und da sieht man auch, dass eine apothekerliche Beratung auch notwendig ist und hoffentlich bleibt. Jetzt wieder eine Frage an deine Erfahrungswerte hinsichtlich dessen, wenn jemand dann wieder gute Werte hatte und jetzt mit diesem Schüssler aufgehört hat, mit der Nummer 3, bleibt es dann? Oder? Ja, viel länger, viel länger. Es kommt natürlich immer auf die Situation drauf an. Du hast ja viele Möglichkeiten, dir das Eisen aus dem Körper zu ziehen. Da gehört auch die Psyche dazu. Kaffee, alles was Koffein ist, kurbelt einen Stoffwechsel an. Das zieht dir dann das Eisen raus, weil Eisen ist für einen Stoffwechsel. Und das kommt natürlich immer drauf an, was der Mensch dann macht. Ne? Insofern habe ich dann bei der Dame auch ein bisschen geschwitzt, weil ich ja nicht weiß, was sie noch alles falsch macht vielleicht. Ne? Mit dieser Geld-Zurück-Garantie. Ne? So. Aber Kunststück. So, genau, ja. Also du hast gerade Kaffee gesagt, Kaffee entzieht Eisen? Also alles, was Koffein hat, kurbelt den Stoffwechsel an. Und so eine, das ist ja so ein Push dann, ja, auch Rauchen oder so, das entzieht ja dann auch auf Dauer das Eisen. Okay, also das wäre auch ein Punkt, aufhören zu rauchen. Kaffee, genau, das muss man dann eben auch sehen. Ne? Was mache ich jetzt positiv mit Schüssler, aber was reiße ich auch wieder weg und reiße ich wieder ein. Ja. Okay. Inwiefern steht eigentlich dieser Zelltuner dann im Zusammenhang jetzt mit den höheren Eisenwerten? Ja, gerade Eisen ist wirklich prädestiniert, um das mal mit dem Zelltuner in Zusammenhang zu bringen, denn wir sind elektromagnetische Lebewesen. Mhm. Ich hatte ja vorhin gesagt, auch jeder Laie kennt Eisen, und das weißt du auch, Eisen ist magnetisch, ist auch eine tolle Eigenschaft. Ja? Und es gibt ja nur ein Phänomen, das ist Elektromagnetismus. Es gibt keine Elektrizität ohne Magnetismus und keinen Magnetismus ohne Elektrizität. Das ist ein Phänomen. Ja? Mhm. Und der Zelltuner ist ja auch Elektrizität. Und da habe ich so ein tolles Beispiel. Da habe ich jetzt hier so mein kleines Haustier mitgebracht, so ein Feuersalamander. Warum habe ich den mitgebracht? Da hat ein Experte mal geforscht. Es ist so, dass niedere Lebewesen, die haben eine hohe Regenerationskraft. Ein Seestern, der kann ganze Arme nachbilden. Ne? Also verschiedene Tiere, ein Oktopus glaube ich auch, ja, die können ganze Körperteile ersetzen. Je höher entwickelten Lebewesen, umso schwieriger wird es. Ja? Wenn uns beim Unfall ein Arm weg ist, dann ist es sehr schwierig dann, also noch nicht möglich. Jetzt ein Salamander ist schon, also beim Frosch, der kann das auch, verschiedene Froscharten nochmal ganze Gliedmaßen ersetzen. Salamander ist schon ein bisschen so weit, der kann das nicht. Jetzt hatten Forscher mal das untersucht und hat gesehen, da wo die Extremitäten oder der Schwanz ansetzt, sind bestimmte Ladungsverhältnisse. Und jetzt hat er die umgedreht. Er hat dann hier, war vielleicht eine Plusladung, hat er Minus angelegt. Und siehe da, nur mit diesem Elektromagnetismus, Elektrizität, war der Salamander plötzlich in der Lage, doch den Schwanz nachzubilden, ne? Wie ein Frosch den Bein nachbildet. Ja? Also wir sehen, dieser Elektromagnetismus ist irre wichtig für den Körper. Und da Eisen eben Strom leitet, das weiß jeder Mensch, ne? Magnetismus, magnetisches Mineral ist, ist es natürlich prädestiniert für die gleichzeitige Anwendung mit dem Tesla. Mhm. Mhm. Und hier wird Elektronenstrom übertragen. Wollen wir das vielleicht mal noch schnell experimentell zeigen? Ich meine, das sind ja Hochfrequenzen, Stromübertragung in dem Sinne. Ja, genau. Jetzt dauert es ein bisschen, bis es die Schwingung hat hier. Einmal kurz drauf. Genau. Derweil kann ich noch was erzählen zu dieser
Tatsache. Oh, jetzt guck mal, das ist auch spannend, bis es die Schwingung hat, auch beim Körper merkt man, als bis die Zellen die Schwingung aufnehmen und dann wird es ja richtig warm, da wo Gewebe krank ist zum Beispiel. Gell? Ich wollte dir noch ein bisschen was erzählen. Also wenn man jetzt Eisentabletten nimmt, Eisen 3 und jetzt das noch so informiert. Ja, das ist perfekt befindet. Zusammen. Dann hast du direkt das Eisen zur Weiterleitung von dem Strom im Blut. Okay, ja. Und dann ist man sofort ein bisschen fitter, energiereicher. Genau. Ja, nach kürzester das kannst Zeit. Du auch live messen dann, ne? So, oder nicht mal im Erleben, ne, meine ich so. Also wenn du zum Beispiel, die Nummer 3 ist ja so stark, auch so akut wirksam aus diesem Grund, das ist ja das Parademittel der Schüsslerianer bei akuten Dingen. Entzündung, was weiß ich, irgendwas fällt dich an, Erkältung oder so, ja. Und dann nimmst du mal, du kannst auch eine heiße Tasse mit der Nummer 3 machen, du kannst die hintereinander lutschen, alle 5 Minuten. Das muss man mal selbst erleben, ja. Du merkst, oh, ich werde so grippig, das überfällt mich jetzt, oh Gott, ja. Und dann lutschst du 2 Tabletten der Nummer 3. Nach 5 Minuten nochmal, nach 5 Minuten nochmal, nach 5 Minuten nochmal. Und auf einmal merkst du, wie du Substanz kriegst. Eisen, ich habe gesagt, diese Eigenschaften zieht man dann immer im Körper wieder. Ist ja auch bekannt, dass es Temperatur leidet. Das weiß jeder, der mal eine heiße Pfanne angefasst hat oder einen kalten Pfosten. Es leidet extrem Temperatur. Und auch diese Eigenschaft macht sich der Körper zunutze. Das heißt, Fieber wäre eben, dann müsste man das irgendwie bewerkstelligen, ja, wie geht es? Ich nehme Nummer 3 und es kann eben auch diese Temperatur regulieren, ohne das Fieber runterzudrücken. Das wird nicht ausgeschaltet, sondern du hast dann wirklich die Kraft, Abwehrsystem ist Eisen, ja, Durchblutung, Sauerstoffversorgung, das ist ja Heilung, ja. Und insofern könnte man Eisen auch so wie die Ritterrüstung bezeichnen, ja. Also wenn du kämpfen willst gegen Bakterien, gegen Viren, alles, was sich anfällt, Immunsystem, das ist tatsächlich auch das Eisen. Stell dir vor, wie so ein Ritter, das Schwert ist aus Eisen, der Helm, die Rüstung, die Lanze, alles Eisen. Und so ist es bei uns auch, nur innerlich. Also wenn ich jetzt gerade die heutige Zeit anschaue, wo die Zeitschriften voll sind mit Coronavirus, dann wäre jetzt eigentlich die 1, die 2 und die 3 mit der Ritterausrüstung. Also eine tolle Immunsystemmischung wäre die 3, 4, 8, 10, 21. Das wäre Immunsystem Schüssler und da wärst du wirklich sehr gestärkt. Okay, was die 4 und die 21 macht, werden wir später mal hören. Genau. Weil wir bilden ja jetzt alle unsere Zuschauerinnen aus zu so Schüsslerianern. Ja, gerne, genau. Okay. Wenn ich jetzt heute einfach wirklich eine Begeisterung empfinde und sage, wow, da möchte ich jetzt eigentlich nicht warten, bis alle Sendungen da ausgestrahlt werden, kann ich mich irgendwo schlau machen, jetzt schon ein bisschen Informationen sammeln? Ja, natürlich, man kann bei uns anrufen in Pinguin Apotheke Meiching, da kriegt man immer eine Beratung. Und man kann auf die Homepage gehen, sich da schon mal informieren, von der Pinguin Apotheke, von meiner Heilpraktikerpraxis, teslaschuessler.de, also UE und dann 2S. Und ja, gibt natürlich auch Literatur, mein Buch wird rauskommen, Dr. Tesla mit Dr. Schüssler, das ist dann auch im Shop erhältlich, auf der Homepage und da steht eigentlich noch mehr drin, als wir jetzt natürlich besprechen können. Mhm. Großartig. Ja. Ja, ich bin gespannt auf das Buch. Habe ich auch schon viele Anrufe gehabt. Ich freue mich sehr, ja. Ich sage dir noch mal ein paar spannende Dinge zu diesem Elektromagnetismus. Also die roten Blutkörperchen müssen ja frei sein. Das ist klar, um den Sauerstoff zu transportieren. Genau, sonst habe ich die Geldrollenbildung, oder? Danke dir. Ganz genau so ist es. Und das hängt erheblich mit dieser Ladung zusammen. Wenn die roten Blutkörperchen energetisch aufgeladen sind, das sind Elektronen, elektronennegativ, sagt man dann. Stoßen sich dann gegenseitig stoßen die sich ab und sind die frei. Ja. Und mit dem Gerät, mit dem Zelltuner kann man ja nachweisen, du trinkst das Wasser und nach 15 Minuten, wenn ein Geldrolleneffekt wäre, ist das Blut frei. Das ist schon mal die Grundbasis von der Heilung. Ja? Mhm. Und dieser Effekt, der entsteht aber auch übrigens bei jedem fließenden Wasser in der Natur. Also im Wald ist sehr viel Elektronen, wenn du barfuß über eine Wiese läufst. Und jedes fließende Wasser erzeugt so negative Ladung. Genau. Beim Wasserhahn ist es minimal, beim Wasserfall ist es erheblich. Mhm. Ich war an den Krimmler Wasserfällen in Österreich und das ist ein mächtiger Wasserfall, es ist fantastisch zu erleben und direkt neben dem Wasserfall sind so Liegen und da kommen die Leute mit Krankheiten, gerade Asthma zum Beispiel, liegen da am Tag ein paar Stunden auf der Liege und haben, ich weiß nicht wie lange, es war da gestanden, ein halbes Jahr keinen Asthmaanfall mehr. Ja, ja. Allein durch diese Aufladung. Und wir können das, du kannst nicht jeden Tag an Krimmler Wasserfall fahren, dann kannst du das selber machen. Salzstollen ist übrigens auch der ähnliche Effekt. Super, gell? Ja genau. Ja. Da ist natürlich auch die Nummer 8, aber dann die Nummer 3, Nummer 8 ist sowieso eine tolle Kombi allein. Also 3 und 8 passt perfekt zusammen. Ach, du hast eine Leidenschaft hier drin, man merkt es richtig. Ich hoffe, es springt ich auch rüber zu Ihnen. Ist in mich eingezogen, ja. Und das ist doch interessant, das ist wirklich reine Naturmedizin.
von A bis Z. Wir haben hier keine Chemie, wir haben hier... Natürlicher geht es gar nicht. Wenn ich das sage, ein Brokkoli ist so eine Karotte, das glaubst du mir, ja. Aber es ist noch was anderes, ein anderes Lebewesen, ja. Aber diese Mineralien, die sind seit Entwicklung des Lebens in uns drin, ja. Mhm. Auch wenn die Leute Angst haben, kann ich da, Schüssler, ist es, was macht das, ist zu viel, ein Versalz, ist so... Das sind die Mineralien, die ohne die ist kein Leben möglich. Die sind sowieso in mir drin. Ich staune immer wieder, Schüssler kennt die halbe Welt, ja. Aber eigentlich nicht, was es macht. Nicht so genau. Wir danken, Herr Schüssler. Vielen Dank, Willi. Danke dir, lieber Wolfram, danke, für die Sendung. Ja. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünsche ich alles Gute. Und wenn Sie mal jemanden kennen, der jemand ein Problem hat mit Eisen und... Ich denke, wir haben heute eine weitere Sichtweise vermitteln können, was man noch ergänzend machen kann, um die Eisenwerte im Körper wieder hochzufahren. Oder wenn der alte Weg nie funktioniert hat, versuchen Sie es vielleicht mal mit dem neuen Weg. Vielleicht klappt es ja dann auch. Danke herzlich fürs Zuschauen, alles Gute und auf Wiedersehen miteinander.